Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade, weil es draußen jetzt schon richtig anfängt zu stürmen, wir haben ja Sturmwarnung hier in Köln auch, obwohl wir so an der Grenze sind von dem ganzen Sturmgeschehen, aber es geht hier auch schon ziemlich zur Sache. Und ich habe gerade mein Motorrad in die Garage gestellt. Ich habe die Terrasse über Stunden sicher gemacht. Das heißt, ich habe bei der Gelegenheit sie auch gleich mal geputzt. Ja, da war viel Dreck vom Winter und von den vielen Regenschauern und so weiter. Und da hat sich Moos überall angesammelt. Das habe ich schon mal sauber gemacht und habe dann also alles in Sicherheit gebracht, was wegfliegen könnte. Also die leichten Pflanzen, aber auch so Klappstühle und sowas rausgeholt und hier in Sicherheit gebracht. Und dann war ich noch einkaufen, alles noch vor dem Sturm. Und jetzt bin ich hier in Ruhe zu Hause und kann mit euch sprechen. Und ich nehme das gleich mal so zum Anlass, um über Sturm und sich verhalten generell mit euch zu sprechen. Und zwar nicht über Wetter alleine, sondern durch Stürme der Seele. Ich finde, wir leben zurzeit durch diese 2 Jahre mit Corona und Corona-Beschlüssen in stürmischen Zeiten. Und nicht jeder kann oder konnte oder kann immer noch damit gut umgehen. Es macht Wind, es ist windig. Das heißt, wir kommen durcheinander. Unsere Seelen nicht, aber unsere Egos werden so ziemlich durchgeschüttelt. Frischer Wind, der auch ziemlich unangenehm werden kann. Und jetzt stellt sich die Frage, bist du gut gewappnet gegen Stürme? Und wenn nicht, ist es jetzt dringend an der Zeit, dir mal zu überlegen, welche Maßnahmen kannst du für dich und für dein eigenes Leben ergreifen, um besser und sicherer durch schwierige Zeiten zu kommen? Ich selbst bevorzuge verschiedene Maßnahmen. Das eine ist, dass ich mich Zeit meines Lebens damit beschäftigt habe, wie ich mit dem Leben besser umgehen kann. Das heißt, ich habe selber sehr viele stürmische Zeiten erlebt. Wirklich heftig, wirklich gefährlich. Also ich kann sagen, ich bin mehrmals dem Tod gerade noch mal von der Kippe gesprungen. Und das fing auch sehr früh an, schon mit 2,5 Jahren das erste Mal, Nahtoderlebnis und so weiter. Es gab dann noch einige andere solche Geschichten. Und jedes Mal habe ich überlebt. Und dann ging es mir auf einmal noch um mehr als zu überleben, nämlich um Leben, um dieses Leben wirklich zu genießen und so viel wie möglich draus zu machen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt, im April werde ich 74 Jahre alt und ich habe das Gefühl, so langsam kapiere ich, wie es geht. Was ich gemacht habe, ich habe ein Leben lang mich um Bewusstseinserweiterung gekümmert. Ich habe ein Leben lang viel Therapie gemacht, viel Coaching, viel um Hilfe gebeten und viel selbst dann aber auch umgesetzt. Und das hilft mir jetzt ungemein. Ich fühle mich unglaublich stark. Also mich kann so schnell nichts mehr umwerfen. Ich kann mich inzwischen wehren. Ich kann Dingen aus dem Weg gehen, mit denen ich mich nicht messen muss. Ich kann sie auch an mir abgleiten lassen. Ich kann Verletzungen relativ schnell wegstecken. Wegstecken kann man nicht sagen, aber ich fühle sie und wenn sie dann ausgefühlt sind, ist es gut. Und ich kann dir nur empfehlen, dich eventuell, wenn du all das nicht hast und bisher nicht gemacht hast, kümmere dich um dich selbst. Ich kann dir von meinen Angeboten auch ganz viel ans Herz legen. Ich bin Therapeutin. Ich arbeite mit vielen, vielen verschiedenen Methoden. Ich habe jetzt auch gerade, ich bin dabei, ein neues Produkt, sozusagen Produkt hört sich komisch an, nein, ein neues Angebot zu erstellen. Dieses neue Angebot wird ein Kurs sein, ein Kurs, der über 2 Jahre geht und in aller Ruhe in 2 Jahren 12 Wochenenden, wo du durch alle deine Lebensthemen geführt wirst und in einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich wirklich dafür engagieren und das auch machen wollen, in einem geschützten Rahmen
weiterkommen kannst mit dir. Es wird so eine Mischung sein aus Therapie, Coaching, aus all dem, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe. Es gibt daraus darin eine schöne Webseite. Ich bin auch dabei, gerade einen Flyer zu erstellen. Melde dich bei mir, wenn du Interesse dafür hast. Und ich sage nur eins, das Wichtigste ist in diesem Leben, sich um sich selbst zu kümmern, bevor man sich um andere kümmert. Wenn du dann stark genug bist, dann kannst du dich auch um andere kümmern. Aber Selbstliebe und sich um sich selbst kümmern ist der Anfang. Für heute wünsche ich dir alles, alles Liebe, einen schönen Freitag mit Sturm. Ich hoffe, du bist gut ausgerüstet für den Sturm und hast alles festgebunden oder reingeholt, was wegfliegen könnte. Und keine Angst. Drinnen ist es gemütlich warm und du kannst es dir gut gehen lassen. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.